Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, ich habe hier mal eine kleine Butze hingestellt. Nichts Wildes, also hier wo ich den Bauschrank eingebaut habe. Ja, ich will da auf jeden Fall mal eine Rakete reinjagen, um dann mal zu sehen, wie es dahinter ausschaut. Aber ich gehe jetzt erst noch mal einmal die Straße kurz lang. Da waren ja auch noch ein paar Basen. Gucken wir noch mal kurz. Und ansonsten jagen wir da gleich mal eine Rakete rein. Da sollten wir die zwei Foundations da vorne wegkriegen. Und dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, zur Not lasse ich das Zeug sonst liegen. So, mal sehen. Wie gesagt, unter der Woche könnte ich jetzt halt ein bisschen farmen, immer. Je nachdem, könnte vielleicht auch morgens mal so eine kleine Farmrunde hier, dauert nicht lange, halbe Stündchen hier. Würde ich auch hinkriegen, bevor ich los muss. Ist halt Risiko, ne? Ich meine, wenn wir dann irgendwann 20 Raketen haben sollten, können wir natürlich schon mal... Oh, soll ich mal da vorne für eine kleine Butze neu? Das ist doch auch nur so eine Loot Base, oder? Gehen wir hin, sieht nur aus wie so eine Zweier Foundation. Problem ist halt dann auch, ein Raid wird ja nicht einfacher als Singlespieler. Wenn du ein Raid mit 20 Raketen machst, ist natürlich nicht gerade leise. Ob ich die natürlich bis zum Wochenende zusammen hätte, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, der Server ist ja, wird ja nur einmal im Monat gewiped. Ist sogar ein bisschen was Größeres, aber wird trotzdem noch eine Lootbutze sein. Mal 4 oder was, ne? Ist das ein Dachluke oder ist das ein... Oh Mann, ey. Kommt doch einfach eine Trap Base rein hier. Dass da oben Holz ist, so wie es ausschaut. Den Bauplan mitgenommen, ey. Gut, der braucht eh ein bisschen, dann hole ich da vorne mal einen Sulfurstein. Das Ding wäre halt hier ein Kandidat, entweder für die 2C4 oder halt zu sagen explosive Munition. Das ist doch so eine Trap-Base-Scheiße hier. Extra eins aus Holz gelassen. Dann natürlich genau da, wo die Tür ist, oder was?
Ja, kann nichts Ernsthaftes sein, das Ding. Kann ich mir nicht vorstellen mit dem Einholzding da. Ich meine, wir haben schon alles erlebt, so ist ja auch nicht. Aber einen Flammenwerfer haben wir eh nicht. Ich könnte mal einen machen. Aber da bräuchte man auch High Quality mit da, ne? C 15, na ja gut, die haben wir jetzt vorhin durch die Steine, die wir mitgenommen haben. Brennstoff, ja, Brennstoff wäre ein Problem. Wir bräuchten halt mal ein paar Tiere, ey. Brennstoff hat die alles verballert. Wo man natürlich drauf setzen könnte, ist natürlich, dass am Wochenende eventuell noch mal ein paar neue Spieler hier drauf kommen. Dann hätte sie vielleicht noch mal was. Ja, hier. Das brauchst du schon gar nicht mehr. Drüber nachdenken hier. Ja, das wird deren Anfangsbase gewesen sein. Und so denke ich mir das da auch mit der im Felsen drin. Ja, und dann ist halt wieder die Sache, warum sollte da diese Base stehen, wenn hier so eine fette Butze ist? Die hätten die doch direkt geradet. Warum sollten die da so eine kleine Dinge stehen lassen? Das haben sie wahrscheinlich selber hingebaut. So sind halt meine Gedanken, versteht ihr? Ich meine, da vorne bei uns, die kannst du vielleicht noch sagen, ja, die ist nicht so rausgebaut. Ich habe die auch relativ spät gesehen, dass man die nicht so sieht. Da wäre ein Bär, ey. Na, mit dem Crossbow ist natürlich super. Dann hier mitten an der Straße ist auch gut. Aber ich brauche das Tierfett. Oh, kleines Arschloch. Ist er tot oder was? Aber jetzt. Der ist der nächste oder ein Schwein oder was? Genau wie diese Butzen hier halt. Können wir mal da hingehen. Ja, hier ist natürlich auch noch die im Berg drinnen. Aber das wird nur eine Lootbutze sein. Die ist, da ist nicht so viel Platz. Ja, ich sehe jetzt echt schwer. Keine Bandage mit. Doch, da. Echt schwer sich zu entscheiden, muss ich sagen. So stehen die Tiere jetzt alle, oder was? Und dann rennt er, ey. Nice. Rohr ist sehr geil. Steinmauer, wir waren also schon Gefechte. Ja, ihr seht, das Ding ist auch schon gewählt. Was ist hier los? Haben sie die Tür weggemacht oder was? Ist natürlich auch gewählt. Hätte mich auch gewundert, also. Das ist halt, was ich meine. Warum sollte dann da jetzt so eine Butze stehen?
Das war klar, dass die hier alle gewählt sind. Die Dinger, die hier rumstehen. Ich habe da hinten auch den Bär noch gesehen, aber wir gehen jetzt zurück. Aber das sollte eigentlich auch nur eine kurze Aufklärungsrunde werden, ja. Gut. Ja, wie gesagt, das Ding ist geradet, das Ding. Logisch. Wenn man sich die hier alle hinbaut. Ich wundere es eigentlich, dass das hier noch nicht geradet ist. Ja. Weiß ich nicht, was ich von davon halten soll, ey. Ich meine, klar ist jetzt hier ein Gruppenserver, das muss man ja ganz klar sagen. Auf dem Solo-Server sieht es vielleicht an. Vielleicht. Ich denke nicht. Da wird es bestimmt auch genug geben, die sich. Wolf oder was? Die sich in so ein Ding reinbauen. Ein Bär. Genau, du kleine Sau. Stimmt denn jetzt mit dir nicht? Mein Gott. Bärenjagd über die halbe Karte, oder was? Mich jetzt verarschen, Junge? Immer noch nicht. Boah. So, jetzt aber. Gut, hat sich auf jeden Fall für Brennstoff gelohnt. Zack. Tja, und wir sind an der Höhle, ey. Juti. Ich will jetzt eben runtergehen, das Zeug holen. Ja, warum nicht? Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier wieder am Ausgang bin. Also, bis gleich. Servus, da sind wir wieder. Auf dem Weg nach oben. Sieht neblig aus, zumindest hier drinnen. Ja, all in, ne? Alles mit, was geht. Nützt ja nichts. Hier war gerade auch schon eine Explosion zu hören. Es ist auf jeden Fall noch hell, wie ihr seht. Gut, sollten wir jetzt sterben, wäre natürlich mega ärgerlich. Uns fällt auch noch genau da ein Airdrop, ey. Was heißt genau da, aber wenn die Leute auf jeden Fall die Explosion hören. Gut, wie ihr seht, ich habe noch zwei Kisten mitgebracht. Ernsthaft jetzt?
ich wahrscheinlich Tür erst rausnehmen, wa? Oh Mann, ey. Juti. Ich hätte vielleicht mal eine zweite Waffe mitnehmen sollen, wenn ich sterbe, ich Idiot. Was haben wir das mal hier? Jo. Gut, ich werde noch mal runtergehen und eine Waffe holen. Ja, mache ich auch. Jetzt alle nix. Also noch mal ein Cut. Servus, da sind wir wieder. Ja, hab automatisch mich mitgenommen. Hier ein bisschen Bingo-Bongo-Kleidung, ein bisschen Stoff nochmal. Für ein paar Bandagen. Falls wir echt sterben, dass ich hier vorne in der Butze spawnen kann. Und wir halt eine Waffe haben. Ach du ahnst es nicht, der hat sogar 239 noch. Da hier ist wird natürlich auch eine Wand sein, also heißt, wenn ich die jetzt weghaue hier, bringt uns das vielleicht nicht unbedingt was. Die Frage ist halt, wenn ich auf die Tür... Der wird ja nicht bis dahin reichen. Da geht's schon wieder los, ne? Kann natürlich sein, dass das der richtige Weg ist. Dass es hier rein darüber geht. Kann aber auch der falsche sein. Der geht weg, keine Frage. Der wird ein bisschen mit angekratzt. Na komm, scheiß drauf, ey. Ich müsste den halt irgendwie auf die Ecke kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Na, so auf jeden Fall schon mal der verkehrte Weg. Na gut, die könnte man natürlich dann aufpicken jetzt. Obwohl, hier geht es ja schon weiter. Jetzt will ich sagen, ich komme hier nicht rein, oder was?
Bisschen Glück. Also wie gesagt, wenn der Loot rum da ist oder was, aber ihr seht jetzt alles mit Türen zugeballert hier. Naja, die werden uns mal ein bisschen weiter vortasten. Oh Mann. Willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Ich lasse mir gerade extra ein bisschen Zeit. Einfach mal abzuwarten, ob da wer kommt. Außerdem kann ich das auch mal mitnehmen. Ich könnte auch mal ein bisschen Stein mitnehmen. Falls wir irgendwie den Bauschrank erwischen sollten. Jo, da ist also eine Dachluke und eine Tür. Würde ich halt ganz gerne erstmal eine Rakete reinjagen. Aber er sollte an beiden Schaden machen. Wenn ich sie genauso auf der Ecke setze. Ne, ich weiß nicht, ob dann nur die Wand Schaden nimmt oder auch die Tür, ey. Die Dachluke nimmt auf jeden Fall Schaden, wenn ich es auf der Ecke setze. Ich vermute, dann wird nur die Tür den Schaden nehmen. Kriege ich gar nicht, ohne zu sterben. Ne? Ich hätte mir auch mal, habe ich überhaupt? Doch, ich habe die richtige. Oh Mann, ist das nervig. Bring jetzt den Raketenwerfer weg. Vermutlich einer von hinten einfach in den Kopf knallt. Weil ich da 5 Jahre brauche, um da reinzuspringen. Doch, hat doch beides Schaden, ja. Ja, seht ihr, was ich meine, ne? Beides nur noch 30, kriegen wir beides locker flockig auf. Gut, Shoddy ist drauf. So, das war hier auch eine Foundation, ne? Wie hat das dann gebaut wie Buggy?
Mir hat's ja auch nicht viel gebracht. Schrank. Ey, ihr seht schon. Wie verbuggt das hier alles ist, ey. Frage ich mich selber, ey. Was denn jetzt? Na, sieht echt verlassen aus. Wenn da schon keine Türen mehr sind. Hier noch nicht mal so lang, ey. Ach komm jetzt, mach hier nicht so einen Affen, ey. Mich echt nutzen, ey. Muss ich echt jetzt so eine Leiter holen oder was? Hab ich natürlich auch nicht dran gedacht, ne? Boah, da ist wieder eine Tür. Boah, jetzt komme ich hier echt nicht hoch. Das ist doch zum Kotzen, oder? Ich sehe schon, da ist so eine halbe Tür, da ist auch eine halbe Tür. Da ist sogar eine Tür drin, ey. Das ist doch hier voll buggy. Das ganze Gebäude. Tja. Wahrscheinlich wäre es am schlauesten, durch die Wand zu gehen hier. Das Ding könnte man sogar aufpicken hier, das ist verkehrt rum. Genau wie die ist auch verkehrt rum. Da ist eine Wand. Gibt das mal ganz gerne. Da ist auch noch eine Tür. Ja, Leute. Ich weiß auch nicht. Es wird Nacht. Komme ich so irgendwie besser rein hier? Nur so beschissen.
doch noch nicht Nacht. Ja, ihr seht, da werden eine Trilliarden Türen noch kommen. Wenn wir noch ein bisschen Zeug, so ist nicht. Ganz verbuggt die Butze, also. Ihr habt's ja gesehen. Ja, ich werde nochmal runter. Ich werde mal zwei Leitern machen, oder drei Leitern. Brauchen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Holz und ich werde ein paar Picken holen. Ist natürlich hardcore riskant, ne? Da jetzt zu picken, wenn dann einer vorbeikommt. Aber gut, ich mache noch mal einen Cut oder ich guck mal eben, warte mal, ich gehe mal ein Stückchen hier runter. Gut Leute, ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr habt gesehen, wir sind schon mal drinnen. Ja. Picken dauert natürlich. Ich muss noch, ich weiß nicht mehr wie lange. Ich werde das mal antesten. Boah, ihr seht, wie leggy das ist. Weil die beiden Wände sind natürlich verkehrt rum. Nichtsdestotrotz ist das ein absolutes Labyrinth da, ne? Also, ob wir da jemals den Hut rumfinden werden, so weit kommen werden, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Wenn wir nicht abgeknallt werden sollten. Oder sonst irgendwie gewählt oder... Wir werden es sehen. Bedankt mich fürs Zusehen, lasst mir immer gerne Meinung da. Auch gerne mal zu den ganzen Felsenbasen, was ihr davon haltet. Oder beziehungsweise wie es euch auch bei euch ist, auf den Servern, wo ihr spielt. Ob ihr da auch in jedem Felsen, der irgendwie von oben zu ist, so eine Base drin habt. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.